37. Spieltag in der Ballwazin-Arena. Iserlohn gegen Mannheim. Adler zu Gast bei Rooster. Rein in die Partie. Überzahl für die Gäste. David Wolf kommt mit Tempo und den Pass für Yannick Proske. Gute Gelegenheit. Winkel spitz, aber den darf Proske aufs Tor bringen. Minute später bricht Florian Elias nach dem Bulli durch und hat die erste gute Gelegenheit für die Hausherren. Elias zweimal DNL-Meister mit den Jungadlern geworden. Insgesamt Mannheim aber gefährlicher und mit Tyler Godet zur Führung in der 10. Minute. Tolle Aktion von Godet, lässt über Labrie aussteigen und dann gegen die Bewegung von Andi Jennecke in den Knick zur verdienten Führung für die Adler. 1:0 nach 20 Minuten, aber Doug Schäden hatte seiner Mannschaft ordentlich eingeheizt für den Mittelabschnitt und die kam raus wie die Feuerwehr mit richtig guten Chancen an den Pfosten. Brandon Gormley von der Blauen und dann ist wohl Drew LeBlanc noch an der Scheibe und lenkt den Puck ans Gestänge. Dann eine Überzahl für die Roosters und da ist Cedric Schiemens völlig blank, das 1:1. 24. Minute, schlecht verteidigt in Unterzahl von den Adlern. Guter Move von Cedric Schiemens, öffnet die Beine von Arno Tiefensee und legt ihm dann den Puck genau zwischendurch zum verdienten Ausgleich. Es gab eine Phase, in der die Roosters dann dran waren am 2:1. Allerdings gibt es dann ein Powerplay für die Adler und da trifft Daniel Fischbuch mit 133,7 Stundenkilometern. Schweißt er diesen One-Timer ein. Erneut die Führung für die Kurpfälzer. Keine Chance für Andi Jennecke, dem bei diesem Geschoss noch die Sicht versperrt wird. Und kurz vor Drittelende dann nochmal ein aggressiver Vorcheck von Yannick Proske. Swartz kriegt die Scheibe von Godet und der bekommt sie zurück von Swartz. 14 Sekunden vor der Drittelsirene, das 3:1 und der Doppelpack für Tyler Godet in der 40. Minute. Fehler von Ben Thomas. Ärgerlich aus Roosters Sicht. So geht man mit einem 2-Tore-Rückstand ins letzte Drittel. Dallas Eakins zufrieden mit der Vorstellung seiner Mannschaft nach 40 Minuten. Aber die Roosters, sie legten noch mal alles rein und probierten es. Colin Obikile mit diesem One-Timer. Arno Tiefensee schnell drüben. Gut getroffen von Obikile. Tiefensee mit einem guten Spiel. Und dann hatten die Roosters noch mal eine Überzahl. Und da ist der Puck eigentlich raus. Jennecke spielt schnell mit für Michael Dalcoli. Der Anschluss, das 2:3. In der 48. Minute, toll eingeschweißt, aber herausragend die Vorarbeit von Andi Jennecke. Der sieht, dass die Unterzahl der Adler wechselt und dann bedient er Michael Dalcoli. Und es wurde nochmal ein intensives Spiel, aber die Adler, sie bewahrten Kühlkopf, kommen mit Tyler Godet. Jennecke ist da, Godet mit dem Pass für Jordan Swartz. Hinterm Rücken von Jennecke lang diese Reihe. Swartz, Fischbuch und Godet mit 4 Treffern. Das 4:2 und damit hatten sie so ein bisschen den Stecker gezogen. Von den Roosters kam nicht mehr viel. Leeres Tor, 6:5 und dann passiert etwas, was selten passiert. Scheibe kommt zu Sven Ziegler, der mit dem Pass Richtung Blaue durch beide Mitspieler hindurch ins eigene Tor. Und jetzt wird's kurios. Wer war denn zuletzt an der Scheibe? Es ist Arno Tiefensee gewesen. Und dementsprechend gilt dieser Treffer, verursacht von Sven Ziegler, dem Mannheimer Torhüter, der sich das Lachen nicht verkneifen kann und bei uns am Mikro das Statement gibt. Erstmal ein gutes Spiel von der Mannschaft gehabt und dann
hatten wir, glaube ich, heute das Glück und dann am Ende. Ja, manchmal passieren so eine Dinge und nehme ich gerne mit. Ja, es war auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel, würde ich sagen. Wir hatten unsere Chancen, sehr viel offensive Zeit und ja, hatten Phasen, wo wir das Spiel dominieren konnten. Ja, das spiegelt so ein bisschen wider, wie wir in letzter Zeit drauf sind. Und ja, wir dürfen uns jetzt vor dieser Niederlage nicht runterkriegen lassen. Wir müssen jetzt genauso weiterspielen und dann Punkte holen. Punkte müssen sie holen am Sonntag zu Hause gegen Augsburg. Ein ganz wichtiges Spiel im Duell um den Abstieg für die Roosters. Die Adler klettern von Platz 9 auf Platz 8. Alle Spiele der deutschen Eishockey-Liga live, nur bei Magenta Sport.